SRF bei den Leuten mit. Aus der Region, für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Los geht's, kommen Sie mit. Ich tauche wieder ein. In die wunderschöne Schweizer Bergwelt. Ich kann trainieren mit dem legendärsten Hüttenwart der Urner Alpen. Ja, nochmal, du machst es gut. Entdecken einzigartige Landschaften im Bündnerland. Leck! Jetzt bin ich doch da, wo ich seit jungen Erwachsenen machen will. Okay. Der Ursprung vom Rhein. Eine Reise quer durch die Schweiz. Mit dem grossen Ziel, meinen ersten 4000er-Gipfel im Wallis zu besteigen. Ein Abenteuer, das mich nicht nur körperlich an die Grenzen gebracht hat. Das ist sehr emotional. Heute Geschichte Spezial. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu heute Geschichte Spezial. Ich freue mich extrem. Wenn auch ein bisschen Bammel dabei ist, weil ich mir eine Challenge gesetzt habe, in den letzten Hütten auf einen 4000er-Gipfel raufzugehen. Ich freue mich, aber gleichzeitig weiss man dann gleich nicht so genau. Bis 44, nicht mehr der Athletischste, nicht mehr der Sportlichste, aber der Challenge, den wollte ich mir noch mal geben. Aber ein bisschen Bammel ist schon da. Und darum auch das Utensil da. Habe ich jetzt nicht jeden Tag in der Hand. Ist kein Telefon, Bergsteiger-Telefon. Steigeisen für den 4000er. Mal schauen, wie das wird. Also, dann packen wir es. Auf geht's. Michel! Ich gehe. Steffi! Hast du jetzt nicht mitkommen wollen? Einmal ins Hüttenleben einsteigen. Das Unterhalt wert. Hier kommt ein 4000er. Tschüss. Tschüss. Hebso. Danke. Kannst du mich bald nennen 4000er Erklimmer? Ja, bin ich schon ein bisschen stolz dann im Fall. Tschüss. Auf. Ja. Jetzt hast du noch Lipgloss. Oh, Lipgloss. Ja, macht dich gut in den Bergen. Ja. Ciao, ciao. Hey. Tschüss. Ein Gruß der Kind noch mal. Ja. Tschüss. Ciao. Der Braten hoffentlich. Ja, ja. So eine Woche ohne Kinder ist auch nicht so schlecht, mal wieder zwischendurch. Hey, seit 4 Monaten bin ich jetzt wieder Tag und Nacht hierheim gewesen bei der Frau und Kind. Ich liebe sie ja heiß, aber das ist jetzt schon noch schön schnell ein bisschen. Natur, Berge. Run down the mountain on a corn on the fire brigade. Ich habe in den letzten Wochen wirklich nicht immer so gut geschlafen, weil ich an den 4000er gedacht habe. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Grundfitness von mir, Grundkondition ist eigentlich immer sehr gut, wenn ich mit Divertimento auf Tournee bin. Wir haben einmal messen lassen, Johnny und ich, was wir verbrennen am Abend auf der Bühne. Es ist also fast vergleichbar mit einem Fußballer, der 90 Minuten shootet. Und das 4-mal in der Woche hast, hast du einfach eine Grundfitness. Und das fehlt jetzt seit 4 Monaten, weil wir Tourpause haben. Darum bin ich schon leicht angespannt, ob das mein Körper irgendwie ja, mag durchheben mag. Auf den 4000er. Ich bin eine Woche unterwegs. Zuerst geht es ins Urnerland. Oberhalb des Göschener Alpsee liegt die Bergseehütte. Mit dem legendären Hüttenwart Toni. Dann geht es weiter ins Bündnerland auf Hinterrhein. Und von dort auf die Zaporthütte. Ins Ursprungsgebiet vom Rhein. Zum Finale geht es dann ins Wallis, auf Saasgrund und auf die Wiesmieshütte. Und dort wartet ein 4000er-Gipfel, das Luckinghorn, auf mich. Vor einem Jahr, heute Geschichte Spezial, waren wir einen satten Monat später in den Bergen. Und ich weiss noch, es war so eine borstige, windige, schneeige, kalte Woche. We are hiking in the rain. We are hiking in the rain. Nicht mehr lustig.
Plotsch nass geschifft und geschwitzt bis auf die Unterhose. Sau steigig. Das sieht jetzt doch schon viel, viel besser aus diese Woche. Wobei man in den Bergen ja letztendlich nie weiss. Da kann das Wetter so schnell umschlagen. Aber im Moment zeigt die Prognose noch so ein bisschen Sonne abwechselnd. Solange das so bleibt, habe ich nichts dagegen. Los geht's zu Fuss auf die erste Hütte. Starten vom Göschener Alpsee am Ende vom Göschener Tal im Kanton Uri. Der Hüttenweg fährt gerade beim See auf 1715 Meter an, dauert etwa 2 Stunden und führt auf die Bergseehütte auf 2370 Meter. Fort aus dem Alltagstrott, raus in die Berge, an die frische Luft. Das tut mir besonders gut nach einem Todesfall in der Familie. Das wird mich später in der Sendung noch mal einholen. Schau das an. Das Träumchen. 2019 war das SRF schon mal hier oben auf der Bergseehütte. Beim Toni und bei der Stellvertreterin von ihm, Barbara Salzmann, und hat sie sehr so lange begleitet. Auf der Bergseehütte im Kanton Uri sagt seit über 30 Jahren der Hüttenwart und Bergführer Toni Fulin, wo es durchgeht. Zusammen mit Barbara Salzmann aus dem Ungerland. Wir machen das eigentlich als Team. Manchmal habe ich auch eine andere Meinung und ich habe manchmal ein Störung drin, aber im Großen und Ganzen harmonieren wir gut. Wir schauen, Schipper, man kommt zu uns. Toni, seine Frau, Maria, geht schon länger nicht mehr auf die Hütte rauf. Sie bleibt im Tal unten, in der Wohnung zu flühlen. So, hallo. Geht das? Ja. Oh. Ja, heute in dem schönen Wetter streng. Maria hat die Bergseehütte jahrelang zusammen mit dem Toni geführt. Nach einem schweren Wanderunfall hat sie sich entschieden, im Tal unten zu bleiben. Wegen dem Alter und der Gesundheit. Das Hüttenleben passt nicht mehr für sie. Ja, ich habe das gut 20 Jahre gemacht und eigentlich gefunden, es lange und vom Alter her aus, ja. Als ich nach dem Unfall nicht mehr rauf bin, ist das eigentlich gut. Man hat ja das alles erlebt, man hat ja das gehabt. Und da muss ich sagen, mir geht es eigentlich gut so da unten, wenn ich noch die Viecher so besorgen und machen muss. Ja. Der Toni hat auch nach der 30. Saison noch nicht genug vom Hüttenleben. Jeden Frühling muss er immer noch tonnenweise Schnee schaufeln. Aufhören ist kein Thema für ihn. Auch mit 70 Jahren auf dem Buckel ist er noch fit. Ein Bergler und Krampfer, wie es im Buch steht. Ja, mit 70 könnte man eigentlich, ich weiß nicht, man muss einfach ein Dolce Vita machen. Aber für mich ist das eigentlich Dolce Vita, ich brauche noch etwas. Wenn du 70 bist, ist nicht mehr so ein Programm normalerweise, oder? Und mir ist es einfach zu langweilig. Im Prinzip ist es mir gleich, was ich mache. WC putzen oder hier. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Super schön. Jetzt machen wir es nicht mehr dreckig. Die Bergseehütte hat aber ein Problem. Es hat einfach zu wenig Platz. Eine Lösung muss her. Es ist eine prekäre Situation in Bezug einfach auf die Schlafmöglichkeiten. Für uns und natürlich für die Angestellten. Das sind wirklich fast vorsinnflötliche Zustände, die wir hier haben. Ein neuer Container soll die Platznot lösen. Und da können wir zwei Betten ja. Im Prinzip stellen. In jedem Räumchen. Also zwei Doppelzimmer machen, zwei oder? Doppelzimmer ja. In dem Sinn, ja. Ich habe jetzt einfach verlangt, dass wir da irgendetwas machen für das Personal oder für uns. Es kommt ja nicht darauf an, wer dann schläft, aber dass man einfach etwa in einem Raum schlafen kann, wo man aufrecht stehen kann. Im Ungerland wird der Container inspiziert. Ganz
verschiedene Typen, die Sie hier links und rechts haben. Das sind alles verschiedene Container, die wir hier haben. Hier haben wir zum Beispiel Sanitärcontainer. Ja. Das wäre das Objekt der Begierde. Was meinst du zu unserer Villa? Ja, ah, ja, die Ästhetik interessiert mich in dem Sinne nicht groß. Also, für mich ist es interessant, dass der eine steht dort oben und tiptop fixiert wird und der erste Winter übersteht. Das ist für mich von Interesse. Oder? Und das ist das zentrale Problem, das ist gar nicht so einfach. Oder? Da kommen die Quelle noch von der Armee, Piloten, die in der Ausbildung sind. Und so. Da muss man schauen, dass wirklich ein Profi das fliegt. Warum? Das bewegt sich wirklich am absoluten Limit. Oder? Bevor ein Heli den Container auf die Hütte fliegt, muss zuerst ein Fundament für ihn gebaut werden. Helfer wie ihm Toni sein Sohn packen mit an. Er weiss, wie sein krampfe Vater tickt. Er ist ja zufrieden mit dir. Du musst ja gar nicht ändern, oder? Wir haben ja schon probiert, auf einen anderen Pfad zu bringen, aber es gelingt uns einfach nicht, oder? Er muss arbeiten. Sonst ist er, glaube ich, nur ein halber Mensch. Ich weiss ja nicht, ob das noch die ältere Generation ist, die das in sich hat, oder? Ich weiss es aber noch nicht. Nur das schlechte Wetter kann der Toni von der Arbeit abhalten. Zeit für ein Jässli mit dem Sohn und dem Grosskind. Zwangspause. Wir sind eigentlich so Arbeitstier. Wie sagt man der Krankheit, wenn man... Workaholic. Workaholic sind wir eigentlich. Aber jetzt zwingt es einfach die Natur, da ein bisschen Pause zu machen. Und das ist eigentlich sehr gut. Der da oben meint, es geht mit uns. Und hat uns jetzt eine Pause geschenkt. Ein bisschen sitzen, ein bisschen Kaffee trinken. Und gewinnen beim Jassen, das ist natürlich super. Also, unten. Jetzt. Ohne Arbeit hält jetzt der Toni aber nicht lange aus. Er findet immer etwas zum Krampfen. Tut so, also. Bleib da, he? Wenn ich nicht mehr so schwierig klettern kann wie früher, ist jetzt das eine Herausforderung, mich ein bisschen zu plagen und ein bisschen zu arbeiten, wenn ein Junge. Das ist auch eine Herausforderung. Und da kommst du ja irgendwie an Grenzen, an ein Limit. Während des Berges, beim Klettern, komme ich hier manchmal ins Limit, und das ist ganz klar. Also, meine Frau sagt noch manchmal, du spinnst, glaube ich. Das ist so. Ich mache das einfach, warum es mir gleich noch halt Spass macht, trotz da oben. Der Super Puma, der grösste Heli vom Schweizer Militär, ist unterwegs. Eine punktgenaue Landung vom 2-Tonnen schweren Container ist eine grosse Herausforderung. Das ist Holz drauf, das geht nicht. Der erste Anlauf ist gescheitert. Ja, das ist einfach schwer. Ich habe gesagt, habe immer um Linie einfach. Das geht doch nicht. Man zuerst die Holz drauf tönt. Nachher das so machen. Aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Helfen echt Holzbalken als Auflagefläche für einen Container. Zweiter Versuch. Jetzt scheint es zu klappen. Super gemacht. Tipptopp. Ja, ist gut. Hey, lass dich drücken, schnell. Hey! Perfekte Zeit. Das ist gut gemacht. Dicke Schmatzen. Ja, ein bisschen Boot und ein bisschen Trick. Aber es macht ja nichts. Doch, ja, das ist drinnen sieht man. Super gut. Die Saison auf der Bergsee heute geht vom Juni bis in Oktober. Nach einer strengen Zeit auf der engen Hütte hat man nicht nur genug vom Schnee. Angefangen mit Schnee, aufhören mit Schnee. Es war eigentlich ein super Sommer. Ja, wir mögen ja beide nicht mehr. Also, wir sind beide am Limit. Und auf der Wecke gehen wir uns eigentlich die ganze Saison ab und zu. Das ist einfach so. Aber wir kennen uns und dann ist halt manchmal ein bisschen Funkstille und dann ist wieder gut. Vielleicht ist dann so ein Zimmer nicht schlecht, wo man mal eine halbe Stunde verschwinden kann und
alles vergessen und mal ein bisschen für sich ist. Nach längerer Zeit, oder? Sie hat ihren Grind und ich habe natürlich relativ einen ausgeprägten Grind und mache es einfach so, was ich für gut finde. Und so bin ich all die Jahre gut gefahren, aber ich denke, ich tue jedem anderen seine Meinung sein. Früher war das viel ausgeprägter gewesen. Da wäre das gar nicht gegangen. Und jetzt gibt es verschiedene Wege, die hier rumfahren und das ist gut so. Und mich nimmt es jetzt Wunder, wie es denen heute geht, 3 Jahre später. Heute auf dem Felsen oben. Man sieht sie schon heute. Dort oben auf dem Felsen. Hä? So geil. Während ich auf die Hütten aufsteige, können Sie die Heim jetzt beim Wettbewerb der Hüttengeschichte Migros-Gutschein im Gesamtwert von 5'000 Franken gewinnen. Einfach mitmachen und anrufen auf 0901 544 911. Für einen Franken 20 oder gratis mit dem Handy im Internet. Unter allen Teilnahmen verlosen wir 5 Migros-Geschenkkarten im Wert von je 1'000 Franken. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Schluss der Sendung. Good luck! Der Toni, der fasziniert mich. 33 Jahre hier oben, immer noch am Rumklettern. Und man darf ihn, glaube ich, wirklich auch ein bisschen als Koryphäe, Kletterkoryphäe bezeichnen. Er war als erster Urner auf einem 8000er im Himalaya oben. Mehrere Mal Tiger Nordwand geklettert, Matterhorn Nordwand geklettert. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich kann mir sicher noch ein oder andere Tipp geben für meinen 4000er Endswoche. Gut, für den Toni ist im 4000er wahrscheinlich ein Hügel, ein Wall. Vor dem Ziel nehme ich eine Abkürzung über einen blau-weißen Alpinwanderweg. Vor den Dreharbeiten habe ich mit allen Hüttenwärtern telefoniert. Und jetzt freue ich mich, sie persönlich kennenzulernen. Ist das ein Träumchen da oben? Meine Güte! Wow! Machen wir Ladies first, oder? Ja, sicher. Hi Barbara, freut mich sehr. Danke, danke vielmals. Toni, freut mich sehr. Schön. Die ganze Live zu sehen. Ja, ich kenne dich auch nur vom Fernsehen. Oder euch? Ja. Hey, weißt du, was staune ich? Nein. Das ist ja einfach ein Steg da oben, den ihr gebaut habt. Ah ja, wir sind die letzten Wochen noch drauf. So im Arbeiten, genial. Woche, ja. Jetzt bin ich wirklich monatelang bin ich da im Flachland gesessen. Ja. Und jetzt ist es schön, schön. Ja, es ist traumhaft da oben. Wirklich. Ja, tipptopp. Und euer Dölligs-Container, wir freuen mich natürlich auch. Ja, da gehen wir dann auch gespannt. Die Bergseehütte. Vis-à-vis vom Dammagletscher. Da bleibe ich eine Nacht. In einem Container. Ich habe mir gedacht, als ich gesehen habe, als sie ihn angestellt haben, lohnt sich der jetzt so blut? Sieht nämlich schon nicht so schön aus. Und das so sieht es natürlich sensationell aus. So, jetzt die Suite. Du wärst heute Nacht hier daheim. Das ist also die Suite, hä? Ja, so. Ja, wunderbar. Hey. Und so schön warm da drin. Ja, ich würde das auch meinen. Ja. Hey.
Schön. Das ist nur ein Provisorium eigentlich. Ja. Bis da die Hütte umgebaut wird. Ah, das ist wirklich nicht für das lassen wir nicht. Ja, so. Vielleicht kann man es sein. Das sieht so schön aus, wäre ja schon abfasst. Ja, ja, das schön weißt, also weißt du, auch von außen, es sieht super schön aus. Ja, ja. Du, jetzt nimmt es mich noch Wunder. Du hast erzählt in der Sendung deine Problematik von der Ringhörigkeit. Auf 5 Meter hörst du den anderen furzen. Ja, ganz genau. Das ist da jetzt ein bisschen optimiert, meinst du? Also, aber ich habe dir ja gesagt, du schläfst das. Also, das Pärl ist es nicht, unsere zwei Hüften helfen. Können wir mal einen Test machen? Gehen wir mal schnell rüber. Ah, ja, jetzt machen wir dann schnell den Pups-Test. Ist gut. Jawohl, danke. Super. Und dann habe ich dir noch Schokolade. Oh, das ist aber lieb. Falls dich einsam fühlst, jetzt auch. Danke vielmals. Also die Türen zumachen, hey, unbedingt. Ihr hört mich? Ja. Also, wenn ihr den Furz gehört habt, an die Wand klopfen. Und wenn ihr nicht gehört habt, dann nichts machen. Furz Brokkoli kommt jetzt. jetzt kommt Furz Lauchwehen. Ja, das war aber nicht laut. Ist angekommen. Jetzt kommt noch der Letzte. Furz nach einer bierseligen Nacht. Ja, also da müssen wir schon noch arbeiten. Wie heisst der Furz? Da müssen wir schon noch isolieren. Ich verhebe das noch nicht. Ich gehe wieder rüber schlafen, dann hörst du die Furze weniger. Ah, ja, Furze ist Idee. Ich nicht, aber das Team da. Ah, das Team. Ende Saison ist auf der Bergseehütte gerade wenig los. Darum muss der Toni für einmal nicht krampfen. Und ich habe die Gelegenheit, ihn ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Da drauf, aufs Blech, oder? Ja, ja, aufs Blech, genau. Das ist jetzt eben WC-Papier, das brennt ja speziell gut. Ist noch nicht benutzt, weißt du, steht es noch besser. Ah, bin ich froh, ist noch nicht benutzt. Ja. Die Beter dann immer mit Kühlung und so. Feiern. Sollst du da schnell. Jetzt. Ja, das mit dem WD-40-Spray als Brandbeschleuniger, die Heim bitte nicht nachmachen. Hey, Toni, wie bist du damals drauf gekommen, das zu übernehmen? Ja, weißt du, ich wollte als Bergfeuerwehr leben. Ja. Und das hat dort mal fast nicht gelangt. Und dann musste ich ein zweites Standbein haben. Solange meine Frau mitgemacht hat, 25 Jahre, war sie da. Das war sie da und ich bin natürlich ja, zu Berg gegangen. Nicht viel da. Und sie war vor allem in Hüttenwartung. Sie war in Hüttenwartung, sie hat das eigentlich gemanagt. Bis sie den Umfang hatte, hat sie das gemacht. Ja, ich habe ihr versprochen, ich sei immer da. Immer bin ich ja nicht da. Das ist aber auch das Problem. Da bin ich relativ spät eigentlich erst ins Ausland gegangen. Auch als Bergführer? Als Bergführer, ja. Also immer ein Südamerika-Programm gemacht, Ecuador, Argentinien. Das Problem war ja, wenn du vom Ferien leben wolltest, hast du irgendwie einfach in dieser Zeit, die hier nicht gelaufen ist. Früher ist Skitour und alles, vielleicht erst Ende Februar angefangen. November, Dezember. Hast du eine tote Zeit gehabt, wo du hast Geld verdienen? Ganz genau. Und es war auch die Zeit, in der du schon eigene Kinder hast? Ja. Und da, ja, das ist natürlich. Es geht nur, wenn du eine Frau hast, die wirklich. Das toleriert. Und toleriert. Ja, mein Sohn ist ein Bergfährer, aber seine Frau würde es nicht akzeptieren, dass er ein Berufsbergfährer unterwegs ist. Da bist du einfach immer weg, oder? Da bist du immer so weg. Ja, sie hat müssen Kinder ziehen. Und nachher hier auf der Hütte war er mich allein. Hat sich Maria nie beschwert? Momo. Schon, oder? Momo. Was hast du gesagt? Ja, das Berg, man sagt ja, Bergsteiger und Kletterer sind Egoisten. Ja, eigentlich. Ja, du machst einfach das, was dir gefällt. Und sie hat wirklich immer das gemacht, eigentlich, was ich wollte. Und hast du nie ein schlechtes Gewissen gehabt? Ja, das ist mir eben ein bisschen. Wohl, manchmal hat man sicher ein schlechtes Gewissen. Man ist irgendwie, aber irgendwie die Faszination, um zu gehen, weißt, das ist einfach etwas. Der Drang ist unbändig. Ja. Das ist interessant, oder? Ich meine, jetzt ist logisch, das ist eine Generationenfrage. Ich glaube, es gibt noch viele in deiner Generation, wo die Kinder jetzt nicht wahnsinnig viel gesehen haben oder einfach viel vorgesehen sind. Ich komme aus einer Generation, oder? Das ist, also, ja, da sind die Männer wirklich auch sehr oft daheim, übernehmen die ursprünglich klischierte Frauenarbeiten und so. Also logisch, das ist wunderbar, hat sich das heute durchmischt. Aber ja, genau, so ist es bei meinem Sohn.
Ja, wahrscheinlich schon, ja, oder? Ja, das ist da besiegt. Aber gibt es manchmal, dass du auch denkst, so das Heranwachsen von den Kindern, vom Reifer, vom Erwachsenenwerden, dass du das ein bisschen verpasst hast? Ja, das habe ich in dem Fall verpasst. Also, aber was ganz schön ist, jetzt natürlich mit meinen Enkeln kann ich das erleben. Und mit denen mache ich jetzt noch relativ viel. Mehr als mit den eigenen? Ja, viel mehr als mit den eigenen. Ja, ich will das essen. Ich schaue, wow. Heute ist es schön warm. Zusammen. Hi. Yeah. Hallo. Hallo. Fleisch ist ready. Ja, das ist gut. Ist gut. Dass die Barbara auf der Hütte ist, ist eine Ausnahme. Diese Saison war sie nur zum Start hier oben. Ja. Hast du es vermisst, hier oben zu sein? Oder ist es ja. Gerade schon? Es hat mir gefehlt, ja, wirklich. Hast du nicht können wollen, hier oben sein? Nein, es ist aus gesundheitlichen Gründen. Sicher? Ja. Das Alter macht sich bemerkbar bei mir. Ah, wirklich? Also ja. Die Höhe und so. Nein, es ist nicht die Höhe, es sind meine Knie. Ich habe beide Knie kaputt. Und das sind dann manchmal so 17-Stunden-Tage. Das merkst du dann in die Knie? Ja, genau. Das, oh, das ist aber hart. Du wärst eigentlich sehr gerne hier oben. Danke. Aber darum, wir haben jetzt eine Lösung gefunden miteinander, wo ich den Toni noch unterstützen kann. Mhm. Ich habe mit ihm aufgemacht, ich werde mit ihm wieder zumachen. Da bist du auch oben ein paar Tage? Ja, genau. Anfang und Schluss? Genau. Ja. Bei dir zeigen sich da gewisse Alterserscheinungen, jetzt körperlich. Ja, ja, klar. Und bei dir, Toni? Ja, ist auch nicht mehr alles original. Nein, nein, ich bin etwas älter noch. Aha. Und jetzt habe ich seit Ende Januar ein neues Knie aus Kinster, so Prothesen. Und diesen Winter mache ich das nächste rein, das rechte Jahr. Mhm. Ende Januar zum Spital raus. Und nachher im März war ich da oben. Und nachher ja, 47 Mal raufgelaufen. Das ist gut gegangen. Unglaublich. Ja, für einen alten Mann ist das gar nicht so schlecht. Wegen der Limiten, wegen der Grenzen kennen. Ja. Ich darf ja Ende dieser Woche auch meine Grenzen auslotsen. Wir gehen auf den 4000er. Jawohl. Absolutes Novum für mich. Und das Programm von morgen, ist das richtig, dass ich einen kleinen Crashkurs bekomme? Ja, genau. Ja. Also nicht so, sondern. Ja. Ja, so. Ich denke schon, ja. Unser Vordergrund ist eh. Die exponiert haben, das ist nicht eine Wand. Das ist, zum Teil ist es eine gerade Kante. Also einfach ganz etwas anderes. Das findest du ganz selten, diese Klettersteine. Mhm. Und das ist schon eine spezielle Herausforderung. Du siehst links ab und du siehst rechts ab. Kritz und. Ja, mit Höhenangst habe ich noch so ein bisschen meine Mühe. Beim Toni, der das Leben in den Bergen verbracht hat, bin ich morgen aber sicher in guten Händen. Obwohl es auch immer wieder die erfahrensten Bergsteiger verwünschen kann. Das ist ein Ritual von dir? Ja. Kann man das sagen? Nach dem Raum bin ich der Letzte geschlafen. Da müssen wir 5 Minuten nach oben schauen. Sterne hin. Ja, nachher. Ja, und zu reichen gehört dazu. Also ein Zigaretten, ich rauche, es ist nicht viel Zigaretten. Aber ja. Irgendein Kreuz ist immer da. Die Pfeifen oder sonst irgendetwas. Sehr schön. Was bedeutet die Liebe zu den Bergen? Nach so langer Zeit. Das ist ein Feuer, das immer noch brennt, oder? Ja, ich sage immer, solange das Feuer brennt. Ja, das ist schon richtig. Ja. Das ist ein Feuer, das da brennt. Und irgendwie ist es etwas Nutzloses, eigentlich, wenn man denkt. Es gibt ja die Messner hat immer gesagt, Mord am Nutzlosen. Das nützt eigentlich nicht, für was es geht. Und ein Bergbäuerfreiner, der ist näher von einem Berg aufgestiegen. Der ist um ihn dran, hat den Berg raufgeschaut, oder? Aber raufgestiegen ist er nicht. Er hat sonst schon im Leben Herausforderungen genug. Und wir haben ja heute keine Herausforderungen mehr im Leben, eigentlich. Also es gibt schon Herausforderungen, ja, aber ja. Richtig, wo es um Sein oder Nichtsein geht, ist ja keine mehr. Sein oder Nichtsein. Ich hoffe, dass es bei meiner Herausforderung am nächsten Tag nicht ganz so dramatisch wird. Ich gehe liegen.
Wenn eine Hütte schon Bergseehütte heisst, muss ich den Bergsee neben der Hütte testen. Egal wie kalt er ist. Die ersten 3 Sekunden sind heftig und nachher geht es wie kurze Wärme durch den Körper. Eine Art. Wow. Jetzt ist der Burki ready fürs Training am Berg mit dem Toni. Schwierigkeitsgrad ist das jetzt? Ist 3. Eine Stelle vielleicht 4. Aha. Und die Skala geht ja bis 6. Ja. Wobei ja die 6 zum Teil eine richtige Spurkletterei ist schon fast. Das Ziel des Trainings? Klettern im Steilhang. Ah ja, genau, das sehe ich. Lustig. Ich will noch kurz zeigen, wie das so mit dem Einhängen von diesen Schlingen funktioniert. Genau, das ist ziemlich essentiell, ja. Ja. Und ich werde gleich mit einem Seil noch jetzt anbinden. Genau. Und wenn es sehr gut funktioniert, können wir das Seil immer noch, wenn wir wollen, auch weglassen. Gut. Und kommt ja bereits hier im ersten Teil, kommt eigentlich die schwierigste Stelle. Schön. Respektive die Leute kommentieren zu sehen. Wie fühle ich mich? Vorfreudig gespannt. Ja, so ein kleiner Bammel bleibt. Also, weißt, vor allem wegen der Höhe halt. Dass, wenn du plötzlich abschaust und findest, wow, dann kann es einem ja wie zumachen. Eine Blockade. Was mache ich mit einer Blockade? Ja. Gibst du mir ein Joint ab oder irgendetwas? Ich werde dir ein Spezialmittel geben. Wacholder haben die einmal im Mund. Wacholder, ja, das hat aber eine andere Funktion. Das Wacholder eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Hat das eine stimulierende Wirkung, ähnlich wie Diamox oder so. Komm jetzt. Also Viagra eigentlich. Das haben die Bergler manchmal im Mund. Ja, während dem Arbeiten den ganzen Tag eigentlich so heiß und am Abend bist du natürlich aufgeladen, wenn ich Batterie. Zum Anfang hast du einfach beide so einklinken, ganz normal. Und dann kannst du je nachdem ein bisschen mit der Hand fähren beim Klettern. Ja. Und nachher gehst du einfach von 3 zu 3. Ja. Und nachher, das Seil ist eigentlich da zum Heben. Aha. Kann natürlich auch probieren, ohne heben, wenn man will. Das ist auch kein Problem, gell? Aber es ist eigentlich da, um sich wiederheben. Nachher nicht beide miteinander. Immer einer oben. Ja, genau. Wie im Seilpark sonst. Die Zolle noch ein bisschen flach hin. So. Da hast du etwas bessere Reibung. Und jetzt sind wir auch noch wunderbare Tritt, natürlich, gell? Er schwärmt. Er ist am Schwärmen, der Tom. So, das ist gut. Da hast du. Aber du bist schwieriger, mit dem Felsen beschäftigt. Ja, ich probiere mich wirklich möglichst einfach auf den Felsen zu konzentrieren. Ja. Das ist das Beste. Gross. Aber irgendwie so ist er langsam ein wenig hoch. Der da? Ja, das ist genau der Wacholder da. Mal schauen, dass da nicht gerade das Gämschi dran geschifft hat. Das bedeutet dir noch etwas, also, dass du das beim Bergsteigen im Maul hast? Das... Ja. Es ist eine Langzeitwirkung. Weißt, das kommt nicht gerade okay. Punkt genau auf Minuten. Aber bis am Abend das ja schon. Ich habe gerade ein Backflash. Ich habe in der letzten Hüttengeschichte Spezial auch schon mal irgendetwas essen. Und es war nicht so gut, wie man mir versprochen hat. Bruno. Jawohl, merci dir. Aber eigentlich innen, das ist Fruchtfleisch. Das ist genießbar. Ja, das ist genießbar.
Das heißt, das haben sie früher so einfach gegessen oder haben sie es irgendwie zubereitet? Nein, das heißt auch so. Das heißt so als quasi Snack, oder? Ach komm jetzt. Was auch nicht alles noch lernt, hey. Ja, das kannst du. Was kann ich jetzt? Was kannst du essen? Ja, viel Geschmack hat es nicht, aber. Ja. War fein. Aha, wir wollen weiter. Das ist gut. Das bringt dann wenigstens noch etwas. Aber da deine Distel. Nein. Ja, nein. Hier noch muss mitschleichen. Aber schauen finde ich schon nicht so lässig. Toni, was machst du, wenn ein Gast von dir in der Wand blockiert? Kein Schritt mehr auf, kein Schritt mehr runter machen. Gibt es ja, oder? Ja, es gibt eben die Situation. Es ist relativ selten, aber das hast du erlebt. Also, das ist natürlich die Hilfsmittel, indem sie einfach ziehst, eine Flasche zugesetzt, der raufziehst und ein bisschen psychologisch betreuen. Natürlich, das braucht dann noch ein bisschen Kommunikationsgeschick, oder? Ja, es braucht schon ein bisschen Kommunikationsgeschick, das ist klar. Aber in der Regel, ja, ein kleines Witzeln so in den Ablenken, und dann funktioniert das schon. Mhm. Ja, wenn der Arm ein Strick ist, dann braucht viel weniger Kraft. Genau. Viel weniger mehr, als man sie auch irgendwie tun kann. Du machst es gut. Das ist viel natürlicher Griffheben. Du machst es super. Ja, so ganz das Drahtseil, so ganz loslassen, fällt mir etwas schwer. Aber ich muss wirklich sagen, so mit diesen relativ guten Trittmöglichkeiten und Griffmöglichkeiten fällt es mir auch weniger schwer. Wegen der Höhenangst und so. Ja, das hilft schon. Wirklich schön, sehr, sehr schön. Wenn du auf die Tritt stehst und schaust und machst, bist du so beschäftigt. Ja, ja. Dann vergisst du eigentlich alles andere. Das ist schon ein bisschen so. Du kannst dir jetzt ein Seigel und kannst runterstehen, gell? Ein Bein, vielleicht rechts drüber durch. Danke. Bitte. Ja, das ist gut. Hast du den Helm, dann kannst du bequem stehen. Jetzt gehe ich mal bis dort zu dem Wachhuder. Yes, das ist über die Brücke mit mir da. Ja, genau. Ach, du meine Fresse. Das ist jetzt nur der. Du kannst es umgehen, aber das ist eigentlich schwieriger, wenn man es umgeht über einen Strickleiter. Schon? Ja, ja, schwierig. Ich kann Strickleiter gerne. Ist sicher? Ja, ist sicher. Ganz praktisch zum Fotografieren, ganz manche Stittouren, aber sonst. Die Drahtbrücke, die finde ich bei den Seilperken für Kinder aber schon das Schlimmste. Sie sind relativ gut gespannt. Also. Ja, da bin ich froh, ist gut gespannt. Das schüttelt nicht stark. Ja, ja. Och, du meine Güte.
Ist noch schwierig auf die Füße. Ja, nein, leck. Was mache ich da? So, von mir ist es gut. So, was ist das schon? Hui, hui, hui. Sehr gut. Seit wann gibt es die Brücke? Ja, etwa 10 Jahre. Ah, doch schon. Und man muss in die Revision oder immer seither. Vielleicht sie einfach regelmäßig kontrollieren, checken. Genau. Alles wieder anziehen. Und ja, genau. Aber viele haben es eigentlich nie müssen machen. Siehst du, dann ist die Variante über das Leiter. Ich kann nicht rüber schauen. Jetzt bin ich an der Grenze. Setz mein Limit. Das ist eine Pute da. Zum Sein. Der Toni hat schon über 100 Kletterrouten in Fels gebaut. Das Gebiet rund um seine Hütte gilt darum auch als Kletterparadies. Ich sehe, du bist mit so einer Leidenschaft da dran. Seit Jahren, Jahrzehnten. Das macht schon stolz, oder? Wenn man sich so ein bisschen bewusst ist, das ist eigentlich ein Lebenswerk, das man hier hinterlässt. Für ganzen Haufen Generationen. Ja, es ist schon die alte Rüte, die eröffnet ist. Die geben ein bisschen Geschichte ein. Wenn du schaust, wie sie nach vorne fahren, ich meine, da wird immer noch geschrieben, die Rüte werden begangen nach x Generationen. Und das wird hier so sein, wenn man so etwas ja. gut einrichtet und unterhaltet. Ja. Macht schon Freude, oder? Ja, das Wissen. Macht sicher ein bisschen Freude, dass andere Leute eben auch Freude haben und das gehen. Sonst wäre es sinnlos, wenn du das nur machst und dass dort niemand das wiederholen. Ist irgendwie ein Vermächtnis, das du da hinterlässt. Grosses. Vielleicht ein Wissenschaftler hinterlässt etwas anderes. Und hier zeigt man sogar eine schöne Rüte in den Felsen hineinlegen. Das ist Kunst eigentlich. Das ist ganz etwas anderes, wenn die Rüten einfach das wiederholen. Ja. Und andere nicht. Das war immer ein Reiz gewesen, oder, für dich, neue ja. Routen zu machen. Ja, auf jeden Fall. Jungfräulich. Ja. Abschnitt genau. durchqueren. Es gibt ja wenig weiße Flecken mehr auf der Welt. Oder? Ja. Die Expeditionen, die man heute macht, sind alle gemacht. Aber hier im Fels finde ich immer noch Nivland, wo vielleicht noch nie ein Mensch gestanden ist. Das ist wie ein Heilenforscher ähnlich. Ja. Wenn er ein neues Loch findet und da weitermacht. So ist es beim Klettern. Also einfach jetzt nichts rausklettern, jetzt Nivland. Das ist schon etwas Faszinierendes. Heute habe ich mein Limit erreicht. Neuland wird dann für mich die 4000er-Endswoche im Wallis. Aber diesem Ziel bin ich dank dem Training mit dem Toni jetzt doch ein bisschen näher gekommen. Da fühlst du dich sehr wohl. Ich mich nicht mehr so. Das ist für mich jetzt also definitiv eine Grenzerfahrung. Vor allem müssen wir noch da hinten das Loch ab. Das Loch ab ist jetzt das Einfachste, das du siehst. Ja. Von mir ist der Turm ab fast. Ein bisschen schwieriger, aber nicht viel. Aber ja, das ist wunderbar geschlagen. Danke. Dafür, dass du das noch nie gemacht hast. Ja, nein, so exponiert, das habe ich also wirklich noch nie gemacht. Ich danke dir für den Einblick einmal mehr in dein Bergführersein, in deine Hüttenwarttätigkeit. Ich finde, du bist eine mega Inspiration für uns Jüngeren. Vielleicht sogar auch noch für die ganz Jungen, wenn sie das sehen am Fernsehen. Deine Vitalität, und deine Unternehmungsfreude ist echt beeindruckend. Vorbild vor allem auch für manche Stammtisch-Senior. Nein, das denke ich manchmal. Oder? Es gibt so viele in deinem Alter, die sitzen auf der Couch zuhause oder dann in der Beiz am Stammtisch und verpassen unglaublich viel. Habe ich das Gefühl. Also ich würde noch gerne am Stammtisch hocken, ja. Aber das ist relativ wenig. Hast du einen da oben irgendwo? Nein, da hier nicht, aber zwischen ihnen gar nicht einen shoppen. Ja, nein, sicher. Genieße das selber im Großen und Ganzen. Hast du schon recht. Das ist immer dran sein, etwas machen. Das, was du noch machen kannst, das ist eine gute Sache. Spürst du, glaube ich, recht gut, was du noch machen kannst. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen ins Flachland runterzugehen. Wir gehen nämlich weiter, wir, die ganze Crew, ins Bündnerland, auf die nächste Hütte. Und gehen, glaube ich, mit ganz vielen schönen, eindrücklichen Erinnerungen von da weg. Ja, es war super, mit dir unterwegs zu sein. Und dich kennenzulernen ist natürlich ja, das Privileg, gleichfalls. Jeder so nach dich kann. Gleichfalls, danke. Danke, Mann, und gratuliere für den Tag heute. Danke. Super gemacht, ja, jetzt ist noch, ich bin noch nicht fertig. Gehen wir an den Stammtisch runter. Ja. Zum Glück bin ich gut runtergekommen. Und die Reise geht jetzt weiter für mich. Bis zum Ursprung vom Rhein.
Vom Kanton Uri fahre ich mit dem Auto über den Oberalppass ins Bündnerland. Nach Disentis, Thusis und bis auf Hinterrhein, dem letzten Dorf vor dem San Bernardino. Hier im Bündnerland möchte ich eine Hütte entdecken, die in einer der abgelegensten Regionen der Schweiz liegt. Noch ein letzter Stopp bei einem Kiosk kann nicht schaden. So, jetzt bevor es auf die Apporthütte raufgeht, schauen wir hier noch schnell bei der Frau Battaglia vorbei. Die Kioskfrau von der San Bernardino Raststätte soll scheinbar ein paar Geschichten auf Lager haben. Hat sie etwas? Ja. Stehen Sie dir? Hallo zusammen. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Das ist nicht für mich. Nein, nein. Frau Battaglia, stimmt das? Ja, genau. Für den Manu. Ja, hallo. Freut mich. Ja, danke. Das ist für den jungen Jäger. Machen wir gerade mal schnell. Serviert uns. Danke. Lassen Sie sich schmecken. He? Und sonst einfach melden, wenn Sie noch mal einen Wunsch haben. Ja, neben mal der serviert uns. Ich komme mal zu dir arbeiten. Da. Ja, ich serviere, ist das gut? Top. Über 30 Jahre schaffst du schon da? Ja, wärst du meistens 30 Jahre. Heute ein Schiessplatz, oder? Ist ja, da auch? Da hinten? Ja, da hinten. Und wenn da geschossen wird, das gehörst du gut bis daher, oder? Ja, ja, aber eben ich höre das gar nicht mehr. Das ist wie wenn du in einer Kreuzung wohnst, oder? Dann gehörst du mit der Zeit auch nicht mehr. Kannst du dich erinnern an die Eröffnung vom Tunnel? Also, ja, vorerst. Ja, da bin ich fünfjährig. Da bist du fünfjährig gewesen. Ja. Und das war ein riesen Volksevent gewesen, oder? Ja. Und ich vergesse es eben nicht mehr. Ich hätte unbedingt auf die Toilette sollen. Und das war Anfang November. Es war auch grusig Wetter, kalt. Ich habe die Toilette nicht gefunden und die Hose gemacht. Und dann musste die Mama mit mir heim müssen. Jetzt sind wir müssen in eine Gelte tun. Da hat man noch keine Badewanne gehabt. Und sehr schuft auch, sonst haben wir die Strumpfhose nicht abgebracht. Ja, das war gefroren. Darum vergiss ich das nicht. Das ist sie hässlich geworden, oder? Oh, nein, nicht einmal. Ein fünfjähriges Mädchen. Ja. Das war ein Seich. Darum vergiss ich es nicht mehr. Ja, genau. Darum vergiss ich es nicht mehr. Ja. Nein, diese Sachen sind dann schon im Kopf. Ja. Seit 30 Jahren arbeitet Elisabeth mit Leidenschaft auf dieser Raststätte. Ich habe den Schwatz extrem genossen. Und glauben Sie mir, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, eine Geschichte ist noch. Einmal hat einer die Frau vergessen. Hier. Auf der Raststätte? Ja, weil er ist auf Toilette und hat gemeint, die Frau sei im Camper und ist zurück. Und die Frau ist in dieser Zeit auch auf Toilette. Und er ist abgefahren. Meint, sie sei hinten drin. Und er haben sie den Polizeiposten angerufen, San Bernardino. Eben, sie sollen den aufheben, die Frau sei da. Und dann bei Hans und Giacomo tun, haben sie den aufgehebt, die Polizei. Und dann musste er halt wieder nachher die Frau holen. Aber zuerst hat er gesagt, ja, das könne nicht sein. Die Frau sei doch da hinten drin. Das ist aber halt nie da hinten drin. Oh, das ist sensationell. Hey, ganz eine gute Zeit. Ja, gleichfalls. Und noch gute letzten Jahre da. Danke vielmals. Tschüss. Der Hüttenweg von der Zapporthütte startet vom Militärschiessplatz Hinterrhein. 3,5 Stunden geht es den Weg hoch ins Ursprungsgebiet vom Rhein und dann auf die Zapporthütte auf 2275 Meter. Der Hüttenwart von der Zapporthütte, der Martin, hat mir sein Hüttenvelo angestellt. Eine rechte Bänne, aber immerhin. Hier ist der Fahrrad von der Zapporthütte. Schnittiger Göppel. Mit dem Drahtesel kann ich die 3 km lange Strecke über den flachen, etwas öden, nicht ganz schönen Schiessplatz ein bisschen schneller hinter mich bringen. Schön angeschrieben. Oh, Zahlenschluss. Ja, da. Schlossnummer hätten wir nicht angegeben. Wissen Sie,
Geräte an. Der gewünschte Teilnehmer kann momentan nicht erreicht werden. Prière de rappeler plus tard. Oui, oui, j'ai d'accord, hein? Ich kann einfach das erste Rädchen treten. Ist offen. Ist offen. Ja, nein, ich war früher auch recht lang tätig. An verschiedenen Bahnhöfen im Zürich-Oberland habe ich da Autos, Velo geknackt. Super, wenn das immer so reingeht. Super. Die Support heute hat einen schwierigen Stand. Man kann nämlich nur zu unten rauf, indem man einen langen Panzerschiessplatz überquert, wo viel geschossen wird. Und man kann in diesem Fall nur am Morgen früh oder am Abend spät, wenn nicht mehr geschossen wird, über den Panzerplatz zu den Hütten gelangen. Für das Schweizer Militär ist das eines der wichtigsten Übungsgelände für Panzer und Artillerie. Geschossen wird scharf. Hey, und ihr seid ganz sicher, dass heute nicht geschossen wird? Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Heute hat es hier zwar kein Militär, aber die Jäger sind um. Ciao! Romano, wo bist du? Roman. Roman, freut mich. Endlich geschafft. Bist du auf dem Heimweg vom Jagen oder gehst du noch? Nein, Heimweg. Heimweg, natürlich. Ich bin oben runtergelaufen. Aha. Ich habe ein weisses Auto gesehen. Dann sagt meine Frau, sie ist vorne. Der Burki! Wo? Der Turner! Der Burki! Ich muss gehen! Führer, also, das Velo deine schnell. Frau ist dann wo jetzt? Gewesen? Ganz vorne. Ah, dann sehen, dass wir reinfahren. Wo du das Velo geschnappt hast, dort habe ich mich das Auto parkiert. Ah. Nie mehr so ein Velo. So geil. Bist du erfolgreich gewesen heute? Heute nicht, nein. Hey, weißt du, habe ich vorher mega gestaunt? Ich bin mit dem Velo jetzt dafür gefahren. Da auf dem Gelände, auf dem Schiessgelände, hat es Munken. Ja. Dass die nicht abhauen, dass da die ganze Zeit klebt. Vorne gesehen, überall. Jetzt gerade davor haben wir einen abpfiff, etwa 5 Meter nebendran. Ja, dass die nicht gehen, wenn da geschossen wird die ganze Zeit. Du kannst auch hier schiessen in der Nacht. Da oben kommen Windhirsche, aber... Nein. Sie müssen auch schon verjagen, ja. Ach, sicher. Sie sind das gewöhnt. Und da oben sitzt sie auf dem Posten. Sie schiessen. Die machen nichts. Die essen und essen. Machen. Nein, also sie kennen es halt wirklich fängen, oder? Darf ich noch das Foto machen? Selbstverständlich. So lange gewartet, ey. Ich habe mich jetzt nicht so in Schalen geworfen. Ich auch nicht. Sieht sehr läppisch aus neben dir. Kannst du mir das geben? Ich habe einen langen Arm. Ja. Ist die Tochter happy? Ich noch mehr. Manu, zwei, drei. Hey, Roman. Ja, ah, nochmal. Ja, ja. Tack, tack. Ist geil, hey. Hey, danke viel, viel mal, Manu. Ganz eine gute Zeit. Ja, gleichfalls. Heben die Sorge dahinter. Heidmanns Heil, sagt man, gell? Heidmanns Dank, ja. Super. Ciao, ciao. Danke viel, Manu. Tschüss. Tschüss, ciao. Habt's gut. Ciao. Tschüss. Mein Hüttenvelo bleibt am Ende vom Schiessplatz stehen und ich gehe zu Fuß weiter, am Rhein entlang, aufwärts. Ich bin froh, schiessen Sie heute nicht. Giftig. Ja, gehst du deines Weges, hä? Ah, oh, ist das schön. Das ist ein Traum.
Herrlich. Hey, Reptilien fasziniert mich seit Kind. Ich habe immer alle Docs im Fernsehen über Reptilien, über Schlangen und habe auch seit über 15 Jahren die Haie Kornatter im Terrarium. Ich finde es einfach ein unglaublich faszinierendes Tier. Und jetzt so ein Tier in freier Wildbahn zu sehen, ist für mich jedes Mal ein mega Highlight. Und jetzt noch Kreuzotter. Eine der wenigen Giftschlangen, die wir in der Schweiz haben. Genial. Genial. Lieber eine giftige Schlange als das Panzergeschoss überbleibsel da. Der Hüttenweg ist voller Überraschungen. Bei den Winterhüttengeschichten sind wir schon mal auf der Zapporthütte oben gewesen, bei Martin und seiner Freundin, der Marjolein. Und wenn Schnee liegt, dann ist es noch viel verreckter und schwieriger, da raufzukommen. Also zusätzlich zum Militär noch mal ein grosses Problem. Und auch Grund dafür, dass es wirklich einfach immer wenig Leute hat. Der Hüttenwart, der Martin Trutmann, bei der Saisoneröffnung. Wunderschöne Hütte, urchig, einfach alt, die Gegend ist extrem spannend, wild. Ja. So, juhu. Für Martin ist es schon die siebte Saison da oben, aber die erste mit seiner Freundin, der Marjolein. Zuerst. Das ist nicht gefriert. Mit 20 Schlafplätzen ist es eine der kleinsten SAC-Hütten. Auch sonst ist es eng. Haben Sie noch Platz? Die beiden sind erst seit einem Jahrespaar. Ob das gut kommt auf so engem Raum? Das geht schon. Das macht mir gar nicht Sorgen. Wir sind auch nicht, weißt du, jetzt 3 Monate hier oben nonstop zusammen. Also, da geht schon mal der eine aus der Stunde etwas erledigen. Oder? Ja, der Zusammenhang noch drin. Der Zustieg zu der Hütte ist im Winter besonders anspruchsvoll. Ohne Grund, warum nicht viele Gäste oben landen. Der letzte Sturz war ein bisschen happig. Und vor allem dann im Dunkeln zwischen den Felsen noch zu finden, ist auch nicht so easy. Hallo, haben Sie noch Platz? Ja. Sonst können Sie auch raus. Ja. Dominik, freut mich. Hi, Sally. Hi, Nathalie. Hi, Nathalie. Es ist halt noch ein bisschen Knosch bei uns. Also sehr schmal, ziemlich steil. Ja, ja. So über diese Steine und so. Ja. Ich habe erwartet, dass er kehrt. Wir sind mit dem Heli auf und haben dort kurz hingeschaut und gedacht, wow, sieht schon nicht so toll aus. Nicht nur der schwierige Zustieg ist ein Problem, auch das Militär. Wenn unten geschossen wird, ist eine Schiesswache auf der Hütte und es kommt kein einziger Gast rauf. Ja, leider war mit den Gästen doch ein bisschen mager gewesen besetzt. Das Militär hat recht viel geschossen. Und dann können sie unter der Woche kannst du fast nicht suchen von hinten. Du musst von Fals her oder vom Tessin her kommen. Wenig Gäste. Das gibt Zeit für Kreativität. Darum basteln sie eine Fahne zum 150. Jubiläum der Hütte, die 1872 gebaut wurde. Wunderschön. Wow, bravo. So, geben wir dieser Hütte seine Ehre zurück. Schau mal, wie sie schön ist. Oh, doch nicht schwer. Gut. Danke. Oh, wie es gut. Jubiläum hin oder her, die Saison ist harzig. Die Reservationen vom Morgen noch. Eine Vierergruppe, zwei Zweier, ein Dreier und ein Fünfer. Ja, jetzt haben wir wirklich 2 Wochen nicht viel zu tun gehabt. Letzte Woche eine Familie und 2 Einzelne. Und jetzt auch Telefon. Support heute Martin. Okay, und das heisst, ihr kehrt. Okay. Ja, gut. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Okay, dass es nicht kommt, oder? Aber es ist einfach ein bisschen schade.
Jetzt habe ich mich heute wirklich gefreut. Jetzt hatten wir 5 Gäste gehabt. Wäre auch etwas gelaufen in der Woche wieder mal. Aber grundsätzlich, also wegen dem sterbe ich nicht. Oder, es ist nicht vom Verdienst her jetzt nicht ein Einbuss, wo ich muss sagen, boah, jetzt komme ich nicht durch die Runde oder irgendwas. Es ist einfach. Es ist ein bisschen schade. Wenigstens ist Ende Saison noch etwas los. Aber ob das reicht? Oh, jetzt ist gut. Die paar Gäste bessern die Hüttenkasse immerhin ein bisschen auf. Jetzt kann man auch etwas verdienen, oder? Ist nicht. Es ist auch nicht so schön, wenn du nicht recht weißt, wie die Rechnungen selbst zahlen, die du ausgegeben hast für die Saison. Alles in allem ist Ende Saison und die Bilanz beim gelehrten Uhrenmacher ernüchternd. Für die letzten 10 Wochen hatte ich keinen Lohn. Das ist ja so. Ja, ich bin jetzt nicht gerade im Ruin, weil das nicht gegangen ist. Oder? Aber ja, es ist ja, viel Arbeit für wenig Geld. Seit dem Winter. Ja, das ist halt der Hüttenwartender. Bei schönem Wetter hast du Gäste und bei schlechtem Wetter gehst du selber auch nicht gerne auf die Uhr. Darum ist jetzt nach 7 Jahren klar. Ich habe den Entschluss gefasst, um die Hütte aufzugeben. Und einfach, ich wollte nicht mehr alleine wollen. Die Verantwortung, die Planerei, alles musst du alleine machen. Es tut sicher auch weh, hier zu gehen. Es ist nicht nur einfach unendlich fort von Support. Überhaupt nicht. Aber es hat halt schon auch Nachteile auf dieser Hütte. Und im Moment ist wirklich einfach das Zweite. Rendiert es nicht. Ja, für zwei rendiert es nicht. Und wenn man das Zweite machen muss es eine etwas grössere Hütte sein. Und ich hoffe, ich finde etwas Ähnliches. Doppelt so gross wäre die Idee. Eine neue Hütte für ihn und seine Freundin, Marjolaine. Die hast du? Ja, dass wir beide können. Gebe ich Leben davon. Das abgeschieden. Eigentlich so wie hier. Das ist wunderbar. Dass wir zwischendurch aber gleich unter der Woche zu Berg gehen könnten. Das wollen wir auch. Eine Wunschhütte haben sie schon in Aussicht. Also da sind wir bei Kehlenalp. Für mich wäre Kehlenalp-Hütte die richtige Hütte. Die ideale. Dort haben wir uns auch beworben. Und jetzt warten wir einfach, was passiert. Die ist auch schon abgelegen. Der Zustieg ist weit. Wollen wir einen Gast holen? Nein. Weiter geht es flussaufwärts. Immer näher ins Ursprungsgebiet vom Rhein und zu den Zapporthütten. Der Hüttenweg führt vorbei an der imposanten Höllschlucht, die der Rhein in Millionen von Jahren geformt hat. Das sieht aus, schau mal.
Ursprung des Rheins ist nicht mehr weit. Wir haben die Zapporthütte. Eine der ältesten SHC-Hütten in der Schweiz. Wie es mit dieser weitergeht, das möchte ich jetzt hören. Geplant wäre ja eigentlich, dass die Sommersaison die letzte da oben wäre für Martin und Marjolaine. Sie sind am Schermen. Leute. Ding Dong. Ding Dong. Hallo. Hallo. Hoi Martin. Hoi. Sali. Hoi. Danke, dass wir hier mal vorbeikommen. Ja, schön. Wir hatten mega Glück gehabt. Du und dein Outfit. Habe ich extra mit dir wieder angelegt. Sehr, sehr schön. Das ist, weil das eine der ältesten Hütten ist. Ist das bei euch so ein Ritual? Art, oder? Nein, nicht ein Ritual. Wir haben auch gefunden, weil es 150 Jahre ist. Hier. Aha. Dann wollten wir ein Fest machen zuerst. Und das ist aber nicht ganz zustande gekommen. Dann haben wir gefunden, wir tun, wie wir es die erste Woche haben, sind wir Marjolaine und ich so da gewesen und schön. Haben uns empfangen. Und jetzt für uns nochmal. Und jetzt habe ich gefunden, es wäre ein Schaden für einen. Sehr schön. Ja. Ja, super, gehen wir an Schermen, ist gut. Gehen wir an Schermen, ja, gehen wir rein. Sein Schatz Marjolaine ist im Moment leider nicht auf der Hütte. Küche. Hey, sag mir noch mal das Baujahr von der Hütte. Die erste Hütte ist 1872. 1872? 150 Jahre. Oberheim, das ist ja leider. Ja, sensationell. Das ist das Hüttenwartetischli. Das ist die Küche. Das ist so für euch. Das ist mein Büro, mein Arbeitsplatz. Genau. Mein das Gott. Das ist schon ein bisschen. Ja? Nicht, dass da noch etwas anbrennt. Gell? Das ist nur Wasser. Das ist, gut. Ja, das ist kein Problem. Und dann haben wir hier Stube. Stube. Genial. Es sieht so leer aus. Hast du Gäste noch? Ja, es hätten noch 10 kommen. 10 kommen wir heute noch? Ja. Okay. Ich hoffe, sie warten, bis nicht zu verschiffen. Es ist alles nass drin. Hey, ja. Wahnsinn. Genau. Mega. Dann willst du noch schauen, Gordon? Ja, gerne. Genau. Also bist du nicht allein. Es hat noch ja, zwei, ja, drei andere. Das glaube ich. Du musst auch rechts anfangen. Ja, gut. Das ist gut. Das ist jetzt weg. Ja, das ist ja... Ja, das ist, wie, das ist so, wie man sich das vorstellt, nicht? Richtig. Eine Station. Ja, wirklich. Mega. Das hast du auch Platz für wie viele Personen? 20, je 5. 4, ja, 5 zu 20. Ja, das sind keine Berührungsängste. Gell? Nein. Wenn es voll ist. Es ist auch nicht so kalt. Oder? Ja. Super. Dann kannst du hier hinten ein Plätzchen aussuchen. Ja, das ist wunderbar. Die Seniorengruppe des SAC Toggenburg hat es durch den Regen geschafft. Zusammen mit Martin werde ich heute für die fitten Senioren kochen. Mit Gemüse und Kräutern aus dem eigenen Garten. Hier rechts. Oh, du hast mehrere. Ja, ja. Beet. Gemüseanbau auf dieser Höhe ist etwas Besonderes. Und Nachhaltigkeit ist Martin sehr wichtig. Ob Nature call. Schau, jetzt könntest du mir von dem Fingersalat vom Grünen. Dem da? Ja. Auch vor allem noch ein bisschen nehmen. Und was wir hier jetzt ernten, hast du am Anfang, also zeitweise auch einfach auch rauffliegen lassen.
Wo du noch kein eigenes Beet hast. So. Ja, ja, das ist halt Salat. Oder es hat auch keinen Salat gegeben. Oder hat gar keinen Salat gegeben. Ja. Dann haben wir noch Federkohl. Frippi Zuckeri. Das hast du von Anfang an schon schnell mal entschieden, dass du so ein Beet hier. Ja, ja, das ist schon vor der Hütte. Aber es gibt schon noch einige Hütten, wo man gar keinen Salat bekommt, oder? Aus dem Grund, weil es zu hoch ist. Und ja, oder gell, Hütten, die halt viel fliegen. Genau. Auf dem Menüplan steht heute Pizzockeri, eine deftige Spezialität aus dem Bündnerland und dem Veltlin. So. Also, gehen wir rein. Kommt zu mir. Eigenen Garten. Ein guter. Ein guter. Ja, nach 7 Jahren Supporthütte, hast du oder ihr einen Entscheid gefasst? Ja, da habe ich auch. Du hast den gefasst? Schon gefasst, bevor ich Marie dich verliebt hast. Kennengelernt. Sicher? Ja. Ah, okay. Ich habe wirklich den Winter vor 2 Jahren, habe ich, oder nein, vor einem Jahr, gefunden, ja, jetzt ist es glaube ich genug. Mhm. Keine Lust mehr alleine eine Hütte zu machen und auch mit dem Millar, aber immer wieder so ein bisschen Reibereien. Es geht auch wirklich, sie machen schon, was etwa geht. Vom Kommando unten aus. Aber sie sind halt auch eingeschränkt. Was ist das für ein Gefühl? Nach 7 Jahren? Ich meine, es ist ja nicht. Ich nehme es ein bisschen wunder, weißt du, das weinende und das lachende Auge. Ist ja sicher nicht ganz einfach. Nein, es ist nicht. Es ist, aber ich habe. Dadurch bin ich ein bisschen speziell. Ich habe jetzt das gemacht, was ich wollte. Ich habe es so weit instand gestellt. Oder erweitert die Hütte mit der Umgebung, mit innen noch ein bisschen Zweig machen. So, schöne, mir geil, schöne Gärtli. Schöne Gärtli, genau. Liegeplätze und Holz und weiss Gucker. Und jetzt habe ich wie auch nicht mehr viel Antrieb, weil ich wüsste nicht mehr, was ich jetzt noch Neues machen soll. Darum ist es gut, eine neue Hütte, die kann ich wieder vorne anfangen. Und ihr könnt das zweite dort sein. Wir das zweite dort sein, wir können es miteinander machen. Bei dieser Supporthütte haben sich jetzt einige Knörze und Schwierigkeiten zeigt. Mhm. Aus dem heraus habt ihr euch wahrscheinlich dann anfangen, eine Wunschhütte, eine Traumhütte anfangen, zusammen denken, zusammen dichten. Habt ihr die gefunden? Ja, wir haben auch meine Wunschhütte gefunden. Deine? Ich habe die erste Hütte, die ich wollte. Ah, die hast du schon mal im Auge gehabt? Die habe ich schon lange im Auge gehabt. Ah, das war jetzt Support. Und das war Kielenalp. Kanton Uri. Gehst du in der Alp, zinderst du rechts. Ja. Wieder ein bisschen versorgend, nicht gut zuvor.
Ja, und das hat sich jetzt so ergeben, dass das wirklich auf unseren Entscheid, nochmal heute zu suchen, die frei geworden ist. Und die haben wir jetzt bekommen. Eine Tradition empfehle ich dir natürlich mitzunehmen. Gärten. Gärten ist das eine. Ja. Und eure fantastische Geburtstagsküche. Wenn jemand Geburtstag hat, habt ihr ja eine wahnsinnige Präsentation von diesem Geburtstagsküchli. Wir haben heute noch einen Geburtstagsgast. Dann gewünscht er einen Kuchen zum Morgen. Jetzt ist er eben schon auf, ist der erste Gast. Es ist schon schwierig, das im Versteckten zu machen. Wir probieren jetzt. Ist jetzt etwas schwierig? Ja, wir machen es einfach. Der Kuchen ist dort. Wolltest du schon einen stellen? Ich würde es einfach hier ein bisschen vorbereiten und ihm dann bringen. Ich glaube, das ist einfach. Okay. Super, was für ein. Ich glaube, das ist am schönsten machen. Wie viel braucht er? Wie viele Kerzen? Zu viele. Wir müssen es irgendwie aufteilen. Kuchen flambieren. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Stefan. Happy Birthday to you. Vielen herzlichen Dank. Also klar ist, wenn ich nächstes Mal Geburtstag habe, dann komme ich auf die, weiss ich, die den Namen von eurer neuen Hütte. Kehlenalp. Ja. Gehe Geburtstag feiern. Ja, wann wäre das? 1. November. Sind ihr nicht dort? Mal bleiben wir. Bleiben wir, also gut. Macht das für mich auf. Genau. Ah, du hast schon leer getrunken. Jetzt wollte ich anstoßen. Hat noch schon. Ein Schlückchen. Auf den Geburtstag. Ja. 1. November. Was haben wir morgen vor? Ja. Morgen gehen wir hinten, im Ursprung vom Hinteren. Wäre das Ziel, sind hier hinten drei Messpunkte, wo der Gletscher früher war. Da sehen wir wirklich so das Gebiet wie das früher. Da kannst du dir wirklich sehr gut vorstellen, wie der Gletscher war. Ja. Du läufst jetzt am Boden entlang und dann wäre 200 Meter Eis ab dir. Es hudelt draussen. Geschlafen habe ich schlecht. Die Toggenburger Senioren haben gesagt wie Holzfäller. Trotz Hudelwetter möchte ich jetzt Martin seine Ökodusche ausprobieren. Das lasse ich mir nicht nehmen. So. Wie lange gibt es die schon so in dieser Form, wie sie jetzt draußen steht? Seit 7 Jahren. 7 Jahre, seit du da bist. Ja. Was kannst du hier verstehen? Und wird die auch von den Gästen benutzt? Oder hauptsächlich von dir? Schon hauptsächlich von mir. Schön. Die Gäste wachsen sich aber auch in der Woche los. Von allen Seiten fließt das Wasser runter zum Rhein. Ich bin echt baff ab dieser Wasserurgewalt. Dankeschön. Bis bald.
Schon da! Wie verreckt es hier! Ha! Das gibt's ja nicht! Das ist ja der Hammer! Mit dieser Aussicht, das hat noch das Panoramafenster da. Die Dusche hat richtig gut da. Mit dem Martin laufe ich auf zum Ursprung vom Hinterrhein und gehe auf die Suche vom Paradiesgletscher, der früher gerade hinter der Hütte war. Markierungen zeigen den Rückgang im Laufe der Jahre. Dieses Mal hier unten ist der erste Messpunkt, den wir haben vom Gletscher. Der rote Stein. Der rote Stein. Das ist 1868 gestellt. Ist der Gletscher bis da hin? Ist bis da gewesen. Und dann ist er laut Karte noch ein bisschen vorne. Und dann ist der Zaport-Gletscher von oben ab und der Paradies von hinten ist da. Sind zusammengekommen? Um 1900 sind sie kurz zusammen gewesen. Aber nicht lange. Dann sind sie dann aber zurückgezogen. Mhm. Das war der Höchstpunkt der kleinen Eiszeit, oder? Ja. Ja. Gehen wir weiter? Gehen wir weiter. Die nächste Markierung ist etwa? Ja, da haben wir schon fast eine halbe Stunde zu laufen. Junge Rhein entwickelt schon da eine unglaubliche Kraft. Und Martin hat die wohl erste Brücke am Rhein für seine Gäste erstellt. Da ist die Passage. Ja, für wenn wir Südseite machen, oder? Weil du siehst, jetzt kommst du nicht über den Rhein. Keine Chance. Keine Chance. Und wenn wir die Brücke haben, vor allem wenn Gäste, weißt, von Süden her kommen, und dann stehen sie da, kommen vielleicht vom Zaportpass, sind da. Wenn ihr über könnt, nicht über, müsst ihr eine Stunde hinter, eine Stunde zurück. Was heisst hindern? Zum bis zum Hinterste vom Rhein, wo möglichst passierbar ist. Ja, mit nassen Füßen. Darum haben wir gesagt, die Brücke machen. Ah, super. Hohoho! Ach du meine Güte! Lag mir! Kopfverdeli! Das Ursprungsgebiet vom Rhein. Eine magische Landschaft, geformt von Wasser und Eis. Sind wir fast 100 Meter unter dem Gletscher. Jetzt kommen wir eben zum Messpunkt von 1963. Ist der Gletscher noch da? 1963? Ja. Ja. Ach, wieso 58 bis 63? Ja, ist wahrscheinlich. Stagniert. Stagniert, ja. Und so abgelaufen. Aha. Und unten war auch das Gletschertor, die Höhe, oder? Aha. Der Unterstrich. Und da drauf, oben dran, ist der Ober, die Höhe, die er hatte. Ist da drauf oben. Da oben? Ja. Ein Stück oben. Ja. Ja. Und jetzt ist es ist unglaublich, wenn man sich vorstellt, dass die ganze
die Uhlen hier voll Eis war. Ja. Also wirklich bis über, oder? Normalerweise. Ja, ja. Bis, ab, bis in die Schatten, Sonne genau. Wechseln. Und auch noch viel dicker, logischerweise. Ja. Und bis dafür hat es noch das letzte bisschen. Ja. Das war noch zusammenhängend. Ja. Da kommen die Leute aus aller Welt wahrscheinlich ab und zu mal in das Tal hindern, oder? Ich kann schauen. Ja, ich habe wirklich fast aus aller Welt schon. Nicht viel. Aha. Ausländische Touristen. Aber viele Deutsche. Ja. Dort fließt ja auch der Rhein lang durch, oder? Die sind gespannt, wo das Wasser herkommt. Und Holländer hat es auch immer wieder, Belgier. Die wollen schauen, wo ihre grosse Rhein entsteht, oder? Ja, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Das Amsterdam. Nein. Meerschiff hineinfahren, oder? Und hier ist es so daumenbreit. Hat es doch noch ein paar Touristen gegeben? Das ist schon also eine der abgelegensten Regionen hier. Ja, aber das schätzen die Leute auch. Genau. Viele kommen und sagen, wow. Der mächtige Rhein fließt 1233 km durch Europa bis in die Nordsee. Und jetzt sind es nur noch ein paar Meter bis zum Ursprung, der Quelle, da wo alles Wasser vom Rheinwaldgebiet zusammenkommt. Ah, oh, da sind wir! So, jetzt. Da sind wir! Ha! Sind wir hier. Leck! Jetzt bin ich doch da, wo ich seit jungen Erwachsenen machen wollte. Okay. Der Ursprung vom Rhein. Bombastisch. Schön, ja. Leck! Wie alles Wasser zusammenkommt. Magie da hinten. Ja. Ist für dich persönlich jetzt auch, es wird ja manchmal so ein Anführungsschlusszeichen gekifelt. Vorderrein, hinterrein. Welches ist jetzt? Das ist mein Rhein da. Das ist dein. Für mich der Ursprung, oder? Bringt auch, wenn man das Reichenau schaut und die zwei zusammenkommen, hat man schon das Gefühl, der Hinterrein bringt mehr. Kommt ein bisschen massiger dorthin. Ja, das hat es echt. Aber es ist, der Vorderrein ist der längere Arm. Ja. Drum. Ja. Scheiden sich die Geister. Darum streiten. Aber es gibt beide und beide sind schön. Und beide sind wichtig. Muss ich den anderen auch noch anschauen? Ja, das hat schon. Kann ich mal das Erste kann ich mal abhäkeln. Ja. Hey, wir danken dir ganz, ganz fest. Hast du uns mitgenommen auf die Reise vom Hinterrhein und von der Zaporthütte. Sehr gerne gewesen. Ich danke dir für das Interesse von da hinten, von dieser Gegend. Das ist wirklich, ich sage einmalig schön. Wirklich? Ja. Ich bin jetzt das letzte Mal da. Hoffentlich. Und dir alles Gute auf der neuen Hütte. Merci vielmals. Ja. Von Herzen. Und gut. Meine Reise geht weiter. Ab ins Wallis. Entgegen einem 4000er-Gipfel. Im Kanton Graubünden fahre ich durch den San Bernardino-Tunnel ins Tessin und via Nufenenpass ins Oberwallis auf Saasgrund. Auf geht's durch den San Bernardino ins Wallis. Sie können immer noch beim Wettbewerb der Hüttengeschichten Migros-Gutschein im Gesamtwert von 5'000 Franken gewinnen. Einfach mitmachen und anrufen auf 0901 544 911 für einen Franken 20 oder gratis mit dem Handy im Internet. Unter allen Teilnahmen verlosen wir 5 Migros-Geschenkkarten im Wert von je 1'000 Franken. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Schluss der Sendung. Ursina schnell über den Haufen fahren.
Ja, wir haben soeben traversiert über den Ufernen Pass vom Kanton Tessin in Kanton Wallis. Für mich ist der Aufenthalt auf der Passhöhe oben bereits Teil von meinem Höhentraining. Ich muss mich akklimatisieren für die 4000er, die bevorsteht, das Lagginhorn bei der Weissmieshütte. Ich bin schon ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt hier oben, um die Luft hier oben bereits. Es ist auch jetzt schon da relativ dünne Luft. Ich muss ganz schön ein bisschen Sauerstoff. Das Lagginhorn ist in der Luft noch dünner. Ich möchte selbstverständlich ohne Sauerstoff arbeiten. Und dann müssen wir schauen, ich muss jetzt, wichtig ist, dass man einen kleinen Schritt macht, dass man langsam laufen. Dann glaube ich, schaffe ich das schon. Roberto, ich komme. Mein Vater hat damals in seinem Büchergestell zuhause ein Bildband von Reinhold Messner, der alle 14 8000er bestiegen hat einst. Bilder von Gletschern, Sherpas und verunfallten, tiefgefrorenen Bergsteigern. Da ist mir immer zünftig eingefahren. Darum zum Anfangen für mich ist doch ein 4000er ganz angemessen. Im Wallis scheint wieder mal die Sonne und da hat der Burki gar nichts dagegen. Die Hochtour aufs Lagginhorn können wir so wahrscheinlich machen. Wie immer in den Bergen ist das Wetter aber matchentscheidend. Also eins nach dem anderen. So, die letzte Hütte auf unserer Reise, die Weissmieshütte im Wallis. Die ist spannend, weil sie von einer Familie geführt wird mit schulpflichtigen Kindern. Familie Arnold hat aber auch noch eine Wohnung unten im Tal, in Saasgrund. Die meiste Zeit verbringen sie aber sowieso oben auf der Hütte. Das bedeutet einen Haufen Arbeit und vor allem für Kinder einen sehr, sehr außergewöhnlichen Schulweg. Da vorne dran ist eigentlich ein Zeichen, dass es offen ist. Mal die Ladine unten einheben. Das ist der 8. Die wird heute auf. Der erste Tag. Das Wetter ist ja noch gut. Eine Panoramasicht auf 18 4000er. Das ist die Weissmieshütte im Wallis. Im Sommer wie im Winter offen. Mit 125 Schlafplätzen eine der grössten SAC-Hütten in der Schweiz. Das gibt für alle viel zu tun. Hallo. Gut. Strengste. Ja. Kannst du dir schauen. Das Hütte ist fast voll. So zwei, drei Plätze zwischendrin hat es noch. Aber das heisst schon gerade, es gibt zwei Essen. Das ist immer so ein bisschen eine Herausforderung. Also zwei Service. Heisst, streng arbeiten. Ihre Tochter, die 8-jährige Latina und oder Sohn, der 9-jährige Can, müssen auf der Hütte mit anpacken. Super. Nochmal zusammen. Wenn sie nicht arbeiten, wird bei Arnold geklettert. Aber nicht loslegen. Nachher kann es erst Can soll ich mal einheichen, dann können wir wieder organisieren. Der Can geht. Nein, der Can geht weiter nicht. Ah ja, sehr gut. Ja, mal sind ihr beide sicher richtig reinhangen. Gut. Jetzt sage ich heute Cans Material. Das muss ich immer schauen. Das ist die da, das ist nie loslegen. Der Roberto ist von Beruf Bergführer. Die Leidenschaft fürs Klettern hat er seiner Familie weitergegeben. Jetzt geben wir die Ruta Maraca. Ich sehe sogar Haken glänzen am Brief. Hier habe ich schon. Gratuliere. Tipptopp gemacht. Geht gegangen, nicht? Ja. Bis muss schon immer etwas laufen. Ja, ja. Ja, das ist frei. Das ist, ja. Freien Tag. Die anderen gehen ja auch. Die ganzen Bergsteiger und Kletterer haben eine Ferien für uns gemacht. Wir sind mitstreiten. In Saasgrund im Tau hat die Familie Arnold auch noch eine Wohnung. Schultasche? Die Carla arbeitet Teilzeit als Oberstufenlehrerin und weiss darum, wie wichtig auch der soziale Austausch in der Schule ist für die Kinder. Ich finde es wichtig, dass sie in die Schule kommen. Also wenn ich jetzt sehe von anderen Hütten,
wo sie irgendwie selber unterrichtet oder weiß auch nicht was. Das würde für mich jetzt nicht stimmen, weil da fehlt ihnen schon etwas. Die ganzen Kollegen und es im Dorf sein und ein bisschen normales Leben. Habe ich das Gefühl, hat jedes Kind jetzt gut. Der Hüttenwart, der Roberto Wozzas Grund, ist aufgewachsen, hat nicht weit davon sein Paradies in den Bergen gefunden. Schaffen und Erholung, das geht bei ihm Hand in Hand. Ja, du kannst machen, was du willst. Du, weißt, du kannst gehen wagen und arbeiten und genießen und erholen. Und andere können das in einer Großstadt auch machen. Irgendwie irgendeinen Ausgang und weiss nicht was. Für dich ist das ein und alles. Aber ich kann hier besser erholen. Die Kinder müssen auch von der Hütte aus in die Schule. Das Billett ist im Rucksack oder in der Schultasche. Und die Schultasche ist im Kommandoraum. Ja, das habe ich gesehen. Ja, ist gut. Tschüss. Bis zum Mittag. Macht's gut. Tschüss. Hier muss man schon ein bisschen selbstständig werden. Ja? Aber ich glaube, es schadet nicht. Ja, da. Das ist noch im. Der Klipp von Schnicker, wenn einmal etwas ist. Alles nur Mess. Am 6. Uhr am Morgen müssen sie los, für das sie es auf die 7. Uhr in die Schule schaffen. Zuerst den Hüttenweg runter und dann weiter mit Gondeln und Postauto. Bis am Abend. Zuerst hole ich in der Schule von Sass Balen aber noch jemanden ab. Wieder mal ein Schulhaus von innen gesehen. Bevor wir jetzt auf die Hütte gehen, besuche ich den Can noch in der Schule. Ich begleite ihn ja nachher dann auch auf seinem speziellen Schulweg. Guten Morgen miteinander. Morgen. Hallo zusammen. Es klingt rockig. Rockig, ja. Sehr schön. Ja, ich bin der Röbi Koller, Happy Day. Nein, ich suche den Can. Da ist der Can. Sehr schön. Ich will dich eigentlich gar nicht gross stören. Darf ich mich irgendwo anschliessen? Hinten anhöckeln? Ja. Ich nehme den Stuhl da, ist gut. Hallo Can. Sally. Heute ist es ein bisschen her. Wir sind jetzt was für eine Klasse? Wie viel die? Die 6. Klasse. Und du hast den längsten Schulweg von denen? Nein. Nicht? Hat es dort noch einen längeren? Einfach von Armagellen und wie. Aber die kommen dann mit dem Postauto und so, oder? Ja. So, Blockflöten ist durch. Zum Glück. Jetzt geht es zum Sport. Das ist komisch. Ich spiele es immer mit Schläger. Aber irgendwie spielt es da mal alles anders. Die Jungs, zwei Bälle sind im Spiel. Es hat sogar drei Bälle bei den Jungs. Ja,
Geht auch unter Höhentraining. Die Luft in der Turnhalle ist stickig. Es tut das ein bisschen simulieren. Wenn es dann ab 3000 Meter über Meer ist, dann kann man. Okay, kommt bitte alle hier hin. Jetzt haben wir noch eine Challenge zusammen. Und zwar wollen wir ja, oder gehen Sie nachher ganz weit nach oben in die Berge. Und wir haben da die Kletterstangen vor uns noch. Das heißt, wir gehen jetzt dann zusammen dorthin. Und dann zeigt jeder von euch, wie weit er hochklettern kann. Einverstanden? Das Ziel ist, möglichst weit nach oben. Wie ihr wollt, ihr könnt auch mit den Füßen voran. Genau. Der Can von der Kletterfamilie Arnold macht den Anfang. Hast du irgendwo ein Motörli? Hast du irgendwo ein Motörli versteckt? So ein Zahnrädchen. Wollen wir sehen, wie es Manu macht? Also, ich muss auf einen 4000er. Ich war noch nie auf so einem höheren Berg. Die Luft wird ja manchmal auch dünn dort oben. Da schnauft man anders, der Körper muss anders arbeiten. Jetzt wollen wir mal schauen. Auch etwa, nicht ganz 4000 Meter. Also. Ja, gut. So. Ah, schau da. 1000 Meter Marke. Sehr. Noch weiter. Ui. So, 2000 Meter. Jetzt merke ich schon, dass die Luft etwas dünner wird. Weißt du noch? Sauerstoffflasche. Was haben wir jetzt? 2800 Meter. Da! Super! Oh, ein bisschen mehr Applaus! Schön. Schön. Gross bei hinten, ist gut. So, Spoiler in the house! Mit dem Postauto geht es von Saas-Balen nach Saas-Grund, wo bei der Talstation die Mutter von Can, die Carla, und seine Schwester, die Ladina, auf uns warten. Hallo zusammen. Ja, hoi, Carla, Sally. Sally. Mich auch, sehr. Gut. Ladina. Ja. Hoi, Sally. Wir haben eine super Flötenstunde angeklopft, wir zwei, gell? Einer schräger als der andere. Ja, das ist schön. Du bist auch ein bisschen ins Ruder gekommen. Noch ein bisschen ins Triebig. Du hast schon lange nicht mehr gespielt. Das ist ein mega schöner Einblick in den Schulalltag. Mhm. Sport, gell, haben wir auch noch gemacht. Bewegung eingewärmt. Sportskanone. Sportskanone. Aber auch jetzt eingewärmt. Ja, super. Genau, schönes Training. Er hat erzählt, sein Papi hat mal Trompete gespielt. Mit der Seilbahn von Saas-Grund geht es auf zur Station Kreuzboden. Und dann zu Fuß etwa eine Stunde auf dem Hüttenweg 330 Höhenmeter auf zu der Weissmieshütte. Carla, du bist im Tal unten am Arbeiten und auf der Hütte am Arbeiten. Wie bringst du das unter einen Hut? Ich stelle mir das organisatorisch nicht ganz einfach vor. Oder? Hast du es ja schon eingependelt? So? Nein, das ist nicht einfach. Und einpendeln kannst du ja auch nicht. Weil es ist so immer wieder anders. Die Woche war ein Lager da, da musst du schnell schauen. Du bist halt nur der Tag durch oben, am Abend kommst du wieder ab. Also du bist extrem viel am auf und ab reisen, nicht? Ja, schon noch etwa. Also ich kenne den Weg. Und ihr voll durchgeschafft in der Sommerferien? Im Sommer schon, ja. Kein Thema, mal eine Woche in die Ferien gehen oder so? Nein, wir haben es probiert dieses Jahr, dass eins der Roberto mit den Kind 4 Tage gehen könnte. Mhm. Und ich allein mit den Kind. Aber schon so allerends. Wir sind einmal eine Nacht gezelten miteinander. Eine Nacht? Immerhin. So richtig Hosase gelaufen und gezelten. Ja, schön. Aber das war wie eine Woche Ferien, gell? Ah, sicher. Das war schön gewesen. Ehringer. Ah, schau jetzt, genau, schön. Im Winter ist da Rambazamba, oder? Mit der Piste. Ja, läuft schon noch etwas. Ja. Und hier kommt alles ein bisschen zusammen. Ja. Such a
Der Hüttenwart Roberto kommt uns ein bisschen entgegen. Hey Roberto. Ja, wie geht's? Danke. Gut. Hoi. Super, schön. Danke, dass wir nochmal vorbeikommen dürfen. Ja. Super, hallo. Wie geht's denn? Gut. Super. Hallo. Hey, hey. Hey, hier ist es gut. Was? Hier ist es gut, gut. Hallo. Gut gegangen. Die Weissmieshütte auf 2726 Meter, der Ausgangspunkt für meinen 4000er, das Luckinhorn. Als erstes muss ich wissen, mit welchem Berg ich überhaupt zu tun bekomme. Wo gehen wir hin? Auf den 4000er? Ja, das Ziel ist gerade da, der Gipfel gesehen, wo ich ganz so links, der Breite, einfach ganz links. Wo jetzt noch ein bisschen in der Woche ist? Ja, genau. Das ist das Luckinhorn? Ja, da sollte der, so wie das Wetter bestellt haben, sollte alles gut sein, wenn wir gehen. Sieht gut aus, der Wetterbericht. Ja. Ja, und du auch. Siehst nur sportlicher aus, als ich gemeint habe. Gell, gell, ja. Bestimmt, oder? Ja, ja. Das hat ja nicht schief gehen. Schön, nein, ich freue mich. Ich kann mich jetzt schön, schön trainieren jetzt da. Die ersten Hütten waren noch nicht ganz so happy. Ja. Ich freue mich. Kommt gut. Ich freue mich. Ja. Zu der Weissmieshütte gehören zwei Gebäude. Die alte Hütte links aus dem Jahr 1894 und die neue rechts, die es seit 1961 gibt. Das ist, jetzt, das ist die alte Hütte. Ja, das ist die alte. Ich werde hier einquartiert. Habt ihr hier auch schon geschlafen? Ja. Auch schon? Ja. Aber nicht so viel. Ja. Wow, ja, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich komme ins alte Hüttenwartzimmer von anno dazumals über. Mega schön angeschrieben mit den alten Täfelchen. Hüttenwart. Das ist mein Zimmer. Ja, sensationell. Einzelzimmer. Leck mir, das ist ja Deluxe. Einzelzimmer hat es nicht viel, gell? Nein. Dann? Hat es dann ein Einzelzimmer? Nein, es hat eigentlich keins. Eigentlich das nur das hier. Super. Halbhochbett. Ja, das ist mal ein Oldschool. Hammer. Der Hammer. Kann ich die anderen Räume mal noch anschauen? Ja. Ist gut. Was ist das für ein Loch? Ah. Das ist ein kleiner Keller. Der Keller, der alte? Ja. Mit einer abenteuerlichen Stege. Ja, genau. Ui, das ist ein Steili. Ui. Heben die mich echt? Ja, da hat ja einen Lift. Wieso sagen die mir nicht... Wow, kühl da unten. Kühl und feucht. Da hat es noch Mais, du. Das ist nicht echt. Dekoration. Das alte Geschirr, Besteck, Krüeg. Weg. Was ist das eigentlich? Achtung, das teure Porzellangeschirr. Au, au, weggeschlagen. Oh, das ist aber gemütlich. Wow. Das ist das Esszimmer. Leck, das ist aber mega schön. Wow. Sauschön. Ich staune echt immer wieder, wie schön und mit wie viel Charme man früher gebaut hat. Ob gewollt oder ungewollt. Da, ein kalter Winterabend. Mit einem Teeli in der Hand. Thank you.
Das ist jetzt der neue Esssaal. Leck, mit Fernsehen. Ja, super modern. Leck! Wir schaffen es. Das ist Konzentration. So, du siehst ihn, hä? Carla, Roberto und ihre zwei Hüttenhilfen haben wieder alle Hände voll zu tun. Die Hütte ist wieder fast ausgebucht. Das schöne Wetter lockt Gäste in Heerscharen in die Bergwelt. Ja, die Ruhe nach dem Sturm. Wir haben jetzt da ein bisschen beobachtet vorher, was da in der Küche abgeht bei euch. Das ist schon wahnsinnig. Mögt ihr noch? Also ich bin langsam müde. Also schon eigentlich ein bisschen länger. Ja. Aber ich habe gleich noch Spass. Wenn man zwischendrin mal laufen oder ein bisschen entspannen und nachher ist Den Kopf verlüften. Geht durchliften und nachher geht es wieder. Ja, aber man weiss schon von langsam, so ein bisschen was oder wie. Oder das Team eingespielt ist. Ja, das man muss jeder einfach Gas geben. Wenn nicht Gas gibst, ist einfach am Abend länger dran. Gell? Und wenn ein bisschen man gibst. Das ist eindrücklich zu sehen. Aber es stimmt wirklich, man hat das Gefühl, es ist sehr eingespielt. Das weiss jeder genau, was sein Aufgabenbereich ist. Und tack, 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 tack. Scheidrückli. Morgen ist es soweit. Genau. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ein bisschen ist das gut. Gell? Gehört dazu. Gut. Aber ja, kannst du gleich gut schlafen. Es ist ja, wird ja sicher nicht jetzt. Das ist ja deine erste 4000. Ja, genau. Die Schuss sind 1000, fast 1300 Höhenmeter. Mhm. Also im Aufstieg und im Abstieg. Mhm. Aber wird ja das schön gemütlich gehen. Also Schwierigkeiten sind noch nicht so viel drin. Es hat so kleine, ja, vielleicht kann mal ein bisschen mehr Schlatter oder so. Mal ihr als voll trainierte und gewöhnte Berggänger, Alpinisten, spüren die das schon auch noch, dass es je höher, desto also wir jetzt anders wird zum Atmen und so. Wir haben den Vorteil, dass wir immer hinterher sind. Aha. Aber wir merken viel mit Gästen, wo die kommen, die am ersten Tag haben, ist vielleicht ein bisschen Problem. Aber der ist ja heute, gell? Morgen ist ein anderer Tag. Ja. Nein, aber einfach schön gemütlich gehen, nicht auflassen. Und dann kommt das gut. Gut. Also sicher wirst du ein bisschen neu kommen. Ja, 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 also hoffe ich. Ich bin wirklich vorfreudig gespannt. Und schön ist zu wissen, dass du nicht nur Bergführer, sondern auch Bergretter warst. Im Wallis auf der Wiesmieshütte pressiert. Roberto ist Bergretter und hat den Notruf bekommen. Roberto hat gerade ein Telefon bekommen. Ist Einsatz. Ich bin nicht gespannt, richtig. Ich bin erst ins Bett gegangen. Vom Frühstück. Und jetzt werden wir mal schauen, was geht. Am 1:30 am Morgen hat er die Frühschicht von der Hütte gemacht. Ja, man weiß halt nie so recht, was es ist. Und man merkt an ihm, wäre lieber, wenn es nicht mehr sein müsste. Und ist man froh, wenn er zurück ist. Wenn der Funkspruch kommt, bist einfach, oder das Telefon kommt, bist du einfach von 0 auf 100 in einer anderen Welt. Ja, man weiß nie, was geht. Man ist ja schon konzentriert. Oder was er erwartet.
Man muss immer ganz studieren, was man würde machen. Und ein paar Situationen gehen einem schon gut durch den Kopf. Lange Zeit zum Studieren hat er aber nicht. Als alpiner Bergretter ist Roberto für die Bergung und die Sicherung der Verunfallten zuständig. Er ist für einmal nicht der Erste an der Unfallstelle. Die Spaltenrettung ist schon in vollem Gang. Mit der Seilwinde wird der Verunfallte aus dem Gletscherspalt aufgezogen. Es sieht nicht gut aus. Darum stellt er auch die Kamera auf seinem Helm ab. Auf der Hütte läuft der Betrieb normal weiter. Trotz Rettungseinsatz. Der Roberto hat gerade abgelitten. Ist leider jemand ist balkiert und tot. Und jetzt muss er noch warten, zu Asfe, bis mit der Polizei und so alles durch ist. Und nachher kommt er dann. Ja, das ist immer tragisch. Und er sagt einfach, er probiere den Leuten nicht ins Gesicht zu schauen. Dass er keine Bilder im Kopf hat von diesem Gesicht. Für sie ist das eigentlich, seit sie auf der Welt sind, ist das so. Und das ist gewöhnlich, gell? Wenn ihr Geburtstag habt, Weihnachten oder Feiertage, ist das fast normal, dass Roberto einen Einsatz hat. Gell? Was ist genau? Aber ist jemand in einem Spalt. Wo? So als Wegleiben. Und jetzt kommt der Papa. Ja. Wie ist das Leben, gell? Und auch wenn die Kinder das mittlerweile kennen, es bleibt etwas Spezielles, wenn der Papa so schnell weg muss. Hallo Ladina. So lange hier. Und statt endlich zu Fuße wird gebacht. Heute kommen noch viele Gäste auf für den 1. August-Brunch. Das ist fast das Beste zum Entspannen. Mit Steigen. Entweder gut schlafen oder gut weiterfahren. Das ist fast das Beste. Wenn ich irgendwie warm. Wenn wir nicht zu viel nachstudieren. Ja, schön. Super. Das ist noch nicht genug lang. Papa. Noch nicht genug lang. Gut, hä? Der Rechner geht. Den Job hast du an den Nagel gehängt, gell? Ja. Ja. Bist du froh oder vermisst du es? Nein, ich bin eigentlich froh. Also, erstens aus zeitlichen Gründen. Das ist immer im falschen Moment hier gekommen. Immer, wenn es sich gebraucht hätte. Ja, genau. Und wenn du am meisten los warst. Also vielfach. Hm. Und nachher, zweitens, habe ich auch gewisse Sachen nicht mehr so gesehen. Psychologisch betrachtet. Ja, das hat mir so nicht mehr gepasst. Und, ja. sieht man schon heftige Sachen. Da siehst du ein bisschen alles, ja. Gewisse Sachen, gewisse Bilder bleiben hängen, also die wirken eben gleich nach und ja. Beschäftigen. Ja. Hat er das mit sich dann verarbeitet oder haben die das manchmal auch besprochen miteinander, so heftige Fälle? Oder? Ja, also ich habe eigentlich ihn erzählen. Ja. Wenn er ist nicht geboren oder so? Nein, wenn er erzählt hat, habe ich natürlich gehört und wenn er nicht wollte, dann hat er nicht gewöhnlich, ist es der Nacht.
noch mal gespürt, ob etwas gegangen ist. Ja, ich hätte sie noch gesucht in der Nacht. Weißt, wenn wir so eine Suchaktion hatten, hätte ich immer noch weiter gesucht. Weißt, im Traum oder so irgendwie. So im Traum? Und... Ja, oder um dich geschlagen. Ah, sicher. Also, da habe ich immer gewusst, so wieder ein bisschen rutschen die Nacht. Nein, das hat dich schon belastet. Oder eben auch, wenn das Telefon kam, ist, dann habe ich gewusst, so, jetzt Hebel ist umgeschaltet, jetzt muss ich schauen, dass er das Material hat. Und ja, das muss einfach schnell gehen, weißt du. Ja, da hast du hier alles stehen und liegen. Und eigentlich beide. Eben gerade das Material dir helfen und alle ankehren. Und das hat dich schon belastet, ja. Mhm. Jetzt auch diesen Sommer, wegen dem schönen Wetter, war ja wirklich super für die Bergregionen. Habt ihr da jetzt im Umfeld von der Hütte auch hat's Zwischenfall, Umfeld gegeben, wo deine Kollegen dann müssen ausrücken? Ja. Oder war es ein relativ ruhiger Sommer? Ja, also am Anfang war es ziemlich so ein paar Rettungen. Aber wo sich verstiegen haben oder erschöpft waren, sind so. Und leider ein tätlicher am Lock-in. Hier in der Umgebung? Am Lock-in. Ah, wirklich? Mhm. Am Lock-in. Ja, aber da habe ich in die Richtung mitverkommen. Was gegangen ist, ist glaube ich eher so in diesem Bereich da gewesen. Da so leicht seitlich da. Mhm. Irgendwo. Also hast du irgendwie Französisch gesehen? Ich habe da mal noch eingeschaltet, Funk. Aha. Das kann ich aber nicht. Französisch. Nein, und... Also die sind nicht auf der offiziellen Route gesehen. Die sind sicher weiter rechts da gesehen. Da. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Auf schöne Tür. Ja, zum Wohl, Carla. Zum Wohl. Ja. Auf ein schönes Türli. Wir gehen am nächsten Tag auf der normalen Route rauf. Trotzdem, der erwähnte Todesfall geht mir irgendwie nicht mehr zum Kopf aus. Noch ein letzter Blick rauf zum Lackenhorn. Ab geht die Fuse. Morgen heisst es am 3. Uhr morgen Tag wach. Ich gehe angespannt ins Bett. Gut, jetzt komm. Mach bitte das Licht aus, bitte. Schlaf gut. Ciao, ciao. Ich habe in dieser Nacht fast kein Auge zugetan. Gut. Okay, Handschuhe mitnehmen. Ein kleines Jacke. Ja. Trotz wenig Schlaf, aber die Vorfreude ist riesig. Und die Wetterbedingungen sind wirklich, was ich kann behaupten, aber ich merke es auch, die Bergführer sind perfekt. Ja, das stimmt. Perfekt. Ein kleines Winde noch drehen, der lässt wahrscheinlich noch nach. Das kühles Windchen geht? Ja, geht das so. Es ist gar kein Weg zum Laufen. Geh wir gemütlich. Ja? So, das Abenteuer 4000er kann starten. 1300 Höhenmeter und 4 bis 5 Stunden Aufstieg liegen vor uns. Herrlich. Herrlich. Wir haben auch erst gerade ein paar Meter gemacht, aber das ist ein absoluter Traum in dieser Stimmung, in dieser klaren Sicht. Bald schon nimmt Roberto mich ans Seil. Wenn man die Grenze nicht markiert, weißt du, ja. Mal am Berg will seilen.
Du musst ja den Kopf nicht anschlagen, gell? Oh ja. Jetzt sind wir eineinhalb, knapp zwei Stunden unterwegs. Anderhalb? Anderhalb, gut. Auf 3400 Meter etwa. Magische Stimmung vom klaren Himmel, das ist Wahnsinn. Wobei ich schaue gar nicht gross rum. Es ist noch recht dunkel und es ist noch gut. Dann sehe ich nicht, wie es links oder rechts das Loch abgeht. Aber es geht eigentlich ganz gut. Ich merke es schon ein bisschen so. Jetzt habe ich das Gefühl, die Atmung, die Höhe. Und ich glaube auch, den Mangel an Schlaf merke ich ein bisschen. Also man muss sich schon sehr auf die Füße, auf den Stein konzentrieren, dass man nicht gerade kurz so ein bisschen wackelig wird zwischendurch. Aber ich bin da super geführt von Roberto. Und wenn man stehen bleibt, hat man gar kalt. Darum laufen wir jetzt weiter. Ja, auf geht's. Gell? Ja, es geht der Wind, he? Da links ist ein Griff hier, siehst du? Ja. Was sind so die Momente, für das machen wir das, oder? Ja, da lohnt es sich aufzustehen, gell? Das kommt dann noch schneller, wenn die Sonne da kommt. Glaube ich. Ja, nichts dagegen, gegen ein paar wärmende Sonnenstrahlen. Es geht richtig. Die Sonne, die wir spüren, kommt erst am Gipfel. Gell? Du siehst, wir sind erst auf dem Schabelkette. Ja, geben wir das Gemüt nicht. Würde ich auch meinen. Das ist mir jetzt ein bisschen exponiert. Ein Fehltritt kann da fatal sein. In dieser Ruhe vom Aufstieg ist man extrem bei sich. Ich muss immer wieder an meinen kürzlich verstorbenen Papi denken. Mit ihm bin ich früher ab und zu zu Berg gegangen. Und ich habe ihn auf dieser Tour hier extrem gespürt.
Noch ein paar Meter und dann habe ich es geschafft. Mein erster 4000er, der Gipfel vom Lockinhorn auf 4010 Meter über Meer. Wow! Yes, hä? Lock! Super! Oh. Danke, Roberto! Super, Manu, gut gemacht. Gratuliere. Das ist eine kleine Fläche hier oben. Ja. Lecker! Wow! Wow! Hat sich gelohnt, hä? Aber definitiv. Hinten eine Lago Maggiore. Nein. Kannst du das Platz aussuchen, wo du morgen gehst liegen? Oder nicht? Du hast keine Zeit. Nein. Leck mir. Das ist ein mega Erlebnis, Ich habe mich am Anfang der Tour fest auf den Boden, auf das Gestein, auf den Roberto konzentriert. Und jetzt so im zweiten Teil haben meine Gedanken so ein bisschen verspielen und sind mir immer wieder Tränen gekommen. Das letzte Mal, als ich glaube, an einer Seine auf den Berg geführt worden bin, das war von meinem Papi. Er ist vor 7 Wochen gestorben. Du bist sehr emotional. Ein Traum. Ja, und in der letzten Woche halt so ein bisschen verdrängt auch, was passiert ist. Und da ist jetzt so der Grind leer und du bist im Himmel näher. Jetzt kommt es gerade hoch. Da oben ist es mir wieder mal bewusst worden, um was es geht in unserem Erden-Dasein. Es geht nicht um Gipfel, um Abenteuer, Erfolg oder Status. Es sind doch einfach die Menschen, die Emotionen, der Frieden mit deinen Liebsten und mit einem selber. Ich freue mich jetzt, wieder heim zu gehen, zu meiner Familie. Oh, oh. Uiuiui. Kann mir jemand das Gepäck tragen kommen? Das war es mit der heutigen Geschichte Spezial. Ade miteinander. People I've loved, I have no regrets. Oh.
Hallo zusammen. Wenn ihr noch weitere Filme sehen wollt, heute Geschichtenspezial, dann gibt es das hier. Generell schönes und spannendes aus aller Welt auf SRF Play. SRF bei den Leuten mit. Aus der Region für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig. La 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 la.